Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play bzw. Guild Wars 2, wir spielen mit euch. Und ja, wir haben uns überlegt, machen wir die neue Story weiter oder machen wir die Fälle der Verwüstung weiter. Wir haben uns dafür entschieden, die Fälle der Verwüstung weiterzumachen, weil die neue Story so toll ist, dass ihr die selber erleben sollt und nicht bei uns hier im Video sehen sollt erstmal. Die werden wir irgendwann dann noch nachreichen. Außerdem nochmal Entschuldigung, dass die letzte Folge so spät erschien. Ich hatte massive Upload-Probleme. Ich hoffe, das wird diesmal nicht der Fall sein. Und so viele sind wir heute auch nicht, aber einer hat den Weg zu mir gefunden. Matze ist mal wieder da. Schön, dass du da bist. Hallo Matze. Jo, moin moin. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe 77% hier. In der Map ein Stückchen rechts von mir geht es noch weiter. Komm, wir gehen mal hier hinten hin. Ach, ich kann ja nicht gleiten. Scheiße. Gott sei Dank war der Abhang nicht so tief. Sonst hätte ich auch nicht gerätzt. sonst wäre es jetzt schon wieder der Drops gelutscht gewesen. So, wir haben halt erstmal ein Herz. Was können wir denn hier machen? Schildwächter reden, Knorpelzar, vernichtet alle gebrandmarkten Kreaturen, Nester und Kristallformationen. Hier gibt es doch auch irgendwo so ein Champion-Event, oder? Wenn ich mich nicht irre. Wenn das triggert, ja. Übrigens, wir machen heute nochmal eine 4K-Testaufnahme. Das heißt, wenn es zu Lecks kommt, schreibt es in die Kommentare, dass wir das wissen. Also ich sehe momentan keine Lecks. In der letzten Folge lief das auch schon ganz gut. Und nach dieser Folge werden wir dann endgültig entscheiden, ob wir auf 4K umsteigen bei unserer Wir spielen mit euch Serie. Oder ob wir wieder zurück auf Full HD gehen. Das machen wir ein bisschen abhängig davon. Es sieht halt einfach so toll aus in 4K. Das muss man einfach mal sagen. Vorausgesetzt, ihr habt einen Monitor, der 4K kann, ne? Das kommt ja noch dazu. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ja, auch von dessen habe ich ja auch meinen schönen Monitor jetzt hier stehen. Ah, du hast also auch einen 4K-Monitor? Ja. Ja, die sind mittlerweile auch bezahlbar geworden. Ich habe mir das mal angeguckt, die Preisentwicklung von 4K-Monitoren in den letzten 2 Jahren, die kosten jetzt noch etwa ein Drittel von dem, was sie vor 2 Jahren gekostet haben. Also da ist ja, der Preisverfall schon richtig groß. Ich hatte auch letztens ziemlich Unglück mit meinem Laptop. Da ist der Bildschirm in Mitleidenschaft geraten bei einer Party und das war auch ein 4K-Display. Das habe ich dann ersetzen lassen und doch, das hat ein bisschen gekostet. Ja, aber weil wenn man die Preise vergleicht vor 2 Jahren, als dann so 4K-Monitor langsam in Mode kam und heute ist es schon ein großer Unterschied. Also ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren hast du für einen ordentlichen 4K-Monitor schon so ein 1000er hingelegt. Mittlerweile, ja, so 300, 400 Euro für einen guten 4K-Monitor musst du rechnen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied, ne? Auf jeden Fall, ja. Ansonsten gibt es eine schöne Nachricht für alle Guild Wars 2 Spieler und zwar wurde vorgestern, meine ich, die neue Rangliste, ja meine jährliche Rangliste von den besten MMOs, die momentan unterwegs sind. Und da ist Guild Wars 2 auf dem 3. Platz, wobei eigentlich ist es sogar ein geteilter 2. Platz, da kann man sich, denke ich, auch drüber freuen, wenn man mal guckt, wie viele MMOs es mittlerweile auf dem Markt gibt. Wer ist denn 2. und 1.? Also, was soll denn besser als Guild Wars sein? Also, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil die Spielerzahlen massiv eingebrochen sind. Auf Platz 1 ist nach wie vor World of Warcraft. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil die Spielerzahlen mittlerweile nicht mehr sind als in Guild Wars 2. Gut, das letzte Add-on Legion, das hat nochmal relativ viele neue Spieler wieder gebracht. Aber die sind ja auch nicht auf Dauer da. Also, das ist auf Platz 1. Ja, und Platz 2 und 3 sind sehr, sehr nah beieinander. Und nach der Agentur, die das ganze Listing gemacht hat, ist es halt einfach so, dass, wie heißt denn, Elder Scrolls Online vor Guild Wars 2 ist, aber nur aufgrund der Tatsache, weil dieses Quest-Design und so weiter in Elder Scrolls einfach so toll ist, deswegen haben sie gesagt, okay, obwohl die Spielerzahlen eigentlich identisch sind von Elder Scrolls und Guild Wars 2, ziehen sie das mal vor. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ist halt jetzt nun mal so, ne? So, warum ist das Herz hier, wo ist denn das Herz jetzt finden? Oder habe ich das Herz fertig gehabt? Nee. Level Up hatte ich. Ich glaube, wir sind zu weit weg vom Herz. Oder darüber bleiben.
bin ich aus dem Herz rausgelaufen. Hier ist es wieder. Ja, das ist auf jeden Fall die Platzierung, aber ich denke Top 3, da brauchen wir uns nicht verstecken. Nee, das ist richtig. Außerdem muss man dazu ja auch sagen, bei WoW gibt es viel mehr Support-Spiele, nebenbei noch, sowas wie Hearthstone. Na, das zählt aber nicht dazu. Also das. Ja, aber das ist ja trotzdem Support, um die Leute bei sich zu halten. Ja, also man muss einfach sagen, dass was bewertet wird und wie stark. Ja, man muss einfach sagen, dass Blizzard großartige Spiele hat. Also Blizzard ist einfach auch der einzige Publisher, von dem ich wirklich jedes Spiel besitze. Das ist bei keinem anderen Publisher so, weil ich finde einfach, was die storymäßig drauf haben bei Blizzard, extrem toll. Und vom Balancing her ist in allen Spielen eigentlich gigantisch. So, das Herz war übrigens fertig. Da oben ist noch eine Sehenswürdigkeit, darf ich nicht vergessen. Ich sage aber auch, dass WoW für mich nicht mehr auf Platz 1 in den MMOs gehört. Dafür haben sie zu viele Spieler verloren. Aber gut, ist halt jetzt rausgekommen, ist halt jetzt so, ne? Es war wirklich sehr lange Zeit ein absolut grandioses Spiel, das muss man halt auch sagen. Ah, ich habe das nur bis PC mitgemacht. Ja, die besten Teile waren halt auch Vanilla, also ja. Classic und PC. Wobei, bei Vanilla muss man auch sagen, es hatte auch Schwächen, weil ich nehme da immer gerne als Beispiel den Parler und seine Buffs in 40 Mann Raids. Es war im Prinzip so, du hast eigentlich nichts anderes gemacht als zu buffen, weil wenn du die 40 Mann durchgebufft hattest, du musstest ja jeden einzeln buffen, ja, dann waren die 5 Minuten oder 10 Minuten, die der Buff lief, schon wieder rum und du konntest gerade wieder von vorne anfangen. Das war etwas doof. Aber gut. Aber an sich, vom Schwierigkeitsgrad und so weiter her, waren das schon die besten Grundspiele. Danach wurde zu sehr auf Casuals gegangen. Und um das Thema abzuschließen, was mich noch sehr gefreut hat, ist Platz Nummer 5 in der besten MMO-Liste. Denn das ist ein Spiel, was schon sehr, sehr alt ist. Älter als World of Warcraft, kommt von 2003. Und das ist EVE Online. Also so eine Weltraumsimulation im MMO-Style. Und das Besondere an EVE Online ist, nicht nur diese lange Lebenszeit, die das Spiel hat, und das ist immer noch sehr viele Spielen, sondern dass das MMO EVE Online das einzige MMO ist, was für eine PvP-Schlacht einen eigenen Wiki-Eintrag bekommen hat. Diese Schlacht war so groß, dass sie einen Schaden von umgerechnet 300.000 US-Dollar angerichtet hat. Und dort bekämpften sich mehrere tausend Spieler und der Kampf ging über insgesamt 3 Monate. Ohne Unterbrechung. Das ist schon eindrucksvoll. Was? Und es gibt ja wenige Weltraumspiele, die wirklich sehr, sehr gut sind. MMOs gibt es nur, EVE ist konkurrenzlos. Es gab mal zwischendurch Star Trek Online, aber das konntest du ja vergessen. Also, wir haben das, mal hier im Kanal gucken, da ist auch ein Video dazu und da seht ihr, dass das, also, das war eigentlich eine Frechheit für jeden Spieler. Oh, da ist eine Taucherbrille, hast du die gesehen? Oh, stimmt, da ist eine Taucherbrille, die sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Im Offline-Bereich finde ich momentan so die beste Weltraum-Simulation immer noch, auch wenn das auch schon ein bisschen älter ist mittlerweile. Generell die X-Reihe ist eine deutsche Produktion. Wir waren auch schon bei denen im Studio, beim Bernd Urhahn, der hat das entwickelt. Und diese X-Reihe, gerade X3, Terran Conflict, da wo dann auch die Grafik exposanter wurde, das ist schon echt was Tolles. Das müsste ich eigentlich auch, glaube ich, mal wieder installieren und mal wieder spielen. Das habe ich lange, lange nicht gespielt. Ah, ich habe jetzt letztens, weil ich nicht viel online war, wie vielleicht auch einige Zuschauer nicht merken werden oder bemerkt haben, dann, wenn ich mal eine halbe Stunde hatte, mich an die Super Nintendo gesetzt zu Secret of Mana. Das war auch wieder ein großartiges Erlebnis. Ja, Super Nintendo war auch so eine Sache. Das ist so unsere Kindheit, ne? In unserer Altersklasse. Ja, genau. So um die 30, da ist man so den Super Nintendo noch gewöhnt, wenn der heute so einen 16-, 17-Jährigen fragst, hier, kannst du dich noch an Super Nintendo erinnern, dann kriegst du meistens nur die Antwort, was ist denn ein Super Nintendo?
Ja, wieso das wieder bei Secret of Mana? Ich weiß nicht, ob es sogar das eins der ersten war mit irgendwelchen Storyline in so einem RPG-Style. Auf jeden Fall war das ziemlich großartig. Von Nintendo gibt es übrigens auch was Neues, gerade von heute News. Es gibt ja sehr, sehr viele Zelda-Fans, ne? Und momentan gibt es ja einen neuen Zelda-Teil. Und da hat Ja. Nintendo heute bekannt gegeben, dass es zum ersten Mal in der Nintendo-Geschichte überhaupt für Zelda einen Season Pass geben wird. Der kostet 20 € und bringt zwei neue DLCs, eins im Sommer und eins im nächsten Winter. Gibt auch noch ein paar spezielle Items, die man bekommt, wenn man sich diesen Season Pass holt. Das Besondere und für mich aber eigentlich auch Verwerfliche daran ist, dass gerade was die Storykarten und so weiter angeht, man sie nur bekommt, wenn man den Season Pass hat. Also man die zwei DLCs, die da kommen, nicht einzeln erwerben kann. Die kann man nur, wenn man den Season Pass holt, bekommen. Das finde ich halt ein bisschen doof. Damit zwingt man ja quasi in den Season Pass. Ja, das stimmt. Jetzt hat es mich gerade kurz auf dem Desktop gehagelt. Ich hoffe, das merkt man nicht in der Aufnahme. Aber ich bin schon wieder drin. Guck mal, hier sind noch zwei Schildwächter am Leben. Ja, aber wo müssen wir denn Jeder hat hin mit einen. ihm? Ja gut, dann nehme ich den hier oben, da gibt es nichts zu tun. Das sieht dir ähnlich. Ja, hallo, komm mal her. Heute ist ein sehr anstrengender Tag. Wir spielen mit euch immer mittwochs auf. Und mittwochs ist so mein Highlife-Tag. Da erscheint ja zum einen unsere Transport-Fever-Serie, der Walkthrough. Dann neu seit dieser Woche Ich fühle mich gut. Watch Dogs 2. Auch ein geniales Spiel, kann ich euch nur empfehlen, mal reinzuschauen. Und abends um 22 Uhr noch für alle, die sich gerne gruseln, neue Folge Resident Evil 7. Und das ist immer ganz schön viel Arbeit, das Ganze vorzubereiten. Denn es ist nicht so, dass wir hier irgendwelche kleinen Roboter in der Ecke stehen haben, die für uns die Videos cutten, rendern, vertonen und so weiter und so fort. Oh. Richtig. Seines in de, also, nein, okay, das ist ja böse. Was denn? Also, so ein kleines Kind, das macht das mit Freuden. Du Ja, ich habe gerade einen musst es nicht nur kurz identifizierten einweisen. Magnetstein gefunden. Muss ich mal irgendwann, wenn wir vorbeikommen, bei mal zu Ella den Löwenstein. Was müssen wir überhaupt machen? Ach so, dieses Erz sammeln. Ja, können die mal schneller Erz sammeln? Das Ich ist ja. glaube, das waren am Anfang mal so 5, 6, 7 Stück. Inzwischen sind noch zwei. Das dauert. Ach so, kann man die nicht irgendwie wiederbeleben oder so? Ach du liebe Güte, hier ist ja voll Bambule. Ich muss ja noch arbeiten. Und was euch auch aufgefallen sein dürfte, ist, dass unsere Wir spielen mit euch Folgen in letzter Zeit ein bisschen kürzer geworden sind. Das ist bewusst so gemacht. Haben wir jetzt gefailt? Kann sein, ja. Auf jeden Fall ist die Event weg. Sie sind bewusst kürzer geworden. Es haben einfach viele. Wir haben viel Feedback bekommen. Und einige haben uns gesagt, dass die Folgen ein bisschen lang sind mit 2 Stunden. Nun ist es aber auch so, dass wenn man mal so drin ist in Guild Wars, dann geht die Zeit auch schnell rum und man will ja auch ein bisschen was zeigen. Und wir versuchen jetzt momentan dann noch so einen gut ordentlichen Mittelweg zu finden, ne, von der Länge her. Und es wird sich wahrscheinlich am Ende so zwischen 1 und 1,5 Stunden einpegeln. Ich hoffe, das kommt euch auch entgegen. Wir wissen, dass es lang ist, aber in dem MMO sind 1,5 Stunden halt auch nicht wirklich Zeit. Ich fühle mich gut. Das ist richtig, und dennoch steht, glaube ich, irgendwo geschrieben von irgendeiner Markt oder von irgendeiner Forschung, wenn man über irgendwie, ich glaube, 20 oder 22 Stunden pro Woche im Internet ist, völlig egal, was man macht, dass man danach internetsüchtig ist. Ah ja, ist komplett klar. Ah, also, weiß nicht, pro Stunde schon mal 3 Stunden WhatsApp, ja? Dann spielst du jeden Abend noch Ja. eine Stunde. Das Nee, das ist ist ja nach ziemlich einem Tag schon einfach. durch, weil du bist ja mit deinem Handy die ganze Zeit im WLAN, ne? Bist ja theoretisch 24 Stunden im Internet. Also. Ich fand das großartig. Ja, also manchmal sind diese Studien, da fragt man sich echt, Leute, ihr habt doch zu heiß gebadet. Das liegt aber daran, dass diese Studien meistens von Leuten gemacht werden, die selbst überhaupt nicht wirklich in dieser Materie drin sind. Ja? Die überhaupt nicht
wissen, was genau abgeht in dieser Szene. Und das ist das große Problem. Ja, wer hat denn das schon nicht in Guild Wars in einem Raid dann gesagt, hey Leute, jetzt sind 10 Minuten vorbei, ich muss jetzt wieder. Ja, das Ding ist einfach, ich denke, die Sucht, gerade was Computerspiele-Sucht ist, die es ja definitiv gibt, kann man nicht wegdiskutieren, aber die fängt dann an, wenn man halt wegen Computerspielen und so weiter nicht mehr arbeiten geht und sowas. Ich denke, das ist sowas, wo sich dann die Sucht massiv äußern kann, ne? Wo du dann wirklich merkst, dass du süchtig bist. Aber solange du das alles im Griff hast und die Prioritäten setzt, da denke ich dann keine. Ist jetzt nicht wirklich eine Sucht. Da ist es eher ein Hobby. Ich meine, wenn man das sonst, dass man seinem Hobby so nachgeht, als Sucht sehen müsste, dann müsste man ja, wenn einer jetzt, was weiß ich, am Tag 3 Stunden Briefmarken sammelt, dann müsste man ihn ja auch als Briefmarkensammelsüchtig bezeichnen, ne? Also. Ja, es ist halt einfach so, ne? Es ist einfach mittlerweile in dieser digitalen Welt, in diesem digitalen Zeitalter, in dem wir leben, zu einem ganz normalen Hobby geworden. Und da muss man ganz vorsichtig damit sein, wie schnell man was als Sucht sieht. Und was noch dazu kommt, ist, dass gerade Computerspiele ja auch sehr viele Dinge schult, die man dann ja außerhalb von der virtuellen Welt anwenden kann, wie zum Beispiel eine schnellere Reaktionsfähigkeit, auch Teamfähigkeit in sehr vielen Spielen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die dann wirklich geschult werden, wenn man Computerspiele spielt. Das darf man nicht von der Hand weisen, ja. Auffassungsgabe und Kommunikation halt auch ganz viel, ne? Ja, ganz klar. Wenn man halt so mit Teamplayern so Sachen rumspielt. Und gerade jetzt, wo so, dass wenn den MMOs immer mehr wird, wir werden auch Fremdsprachen extrem geschult, weil ich habe das an mir selber gemerkt. Ich hatte halt vorher auch nur 2 Jahre Fremdsprache Englisch in der Schule, weil erste Fremdsprache war Französisch. Und ich habe gemerkt, wenn du dann MMO spielst, gerade welche wie Guild Wars 2, die halt mittlerweile alle Server zusammenlegen, wo du dann mit Internationalen auch zusammenspielst, du lernst einfach durch das Spielen auch extrem gut Englisch, ne? Also das, ja, das stimmt. Echt, also ich glaube, ist faszinierend. Im Alltag würde man weniger Englisch reden, wenn man es hier nicht tun würde. Richtig. Und du lernst einfach hier auch viele Sachen über Englisch, weil du willst dann Dinge natürlich verstehen und dann beschäftigst du dich damit. Und das ist dann irgendwann, kommt es dann von dir selbst. Also ist dann eher auch so fließend, ne? Und das ist, darf man nicht von der Hand weisen, gerade aus pädagogischer Sicht. Ich glaube, dass man nirgends so gut Englisch lernt, oder ja, vor allem Englisch, wie in Computerspielen. Da kann die Schule nicht mithalten, da kann der Sprachkurs nicht mithalten, weil es erwiesen ist, dass der Mensch spielend immer noch am besten lernt. Ich meine, du kannst gerne mir sagen, dass ich da total den Mist rede, wenn du der Meinung bist, aber ich habe halt diese Auffassung. Und ich bin ja nicht erst seit gestern in dieser Szene unterwegs, auch beruflich jetzt. Nicht. Also wenn man das halt schon gerne macht, dann tut man das halt auch automatisch halt, ne? Richtig. So, und man liest ja auch, man versucht dann ja selber zu antworten und zu schreiben. Grundsätzlich kann man das Spiel ja auch eben auf Englisch einstellen und sowas mit deutscher Sprachausgabe, wie auch immer. Gut, das mache ich jetzt nicht. Geht ja alles. Ja, ich kenne ja viele, die hier komplett auf Englisch spielen, etc. Ja, ich schreibe halt dann das auch. Ist ja. Ich schreibe halt dann auch im Chat mit. So, jetzt kommt was ganz Schönes für uns. Wir gehen mal eine Runde springen. Und dieses Jumping Puzzle hier ist vor allem am Schluss richtig übel. Gibt's übrigens auch schon bei uns im Kanal. Warte mal, wo bist du längs? Rechts rum? Gibt's bei uns im Kanal übrigens auch schon ein Video zu diesem Jumping Puzzle. Da könnt ihr es ohne Interface auch in 4K sehen. Einfach nur das Jumping Puzzle. Müsst ihr mal gucken, das ist in unserer Jumping Puzzle in 4K Playlist in unserem Kanal mit drin. Oh shit, ich bin schon vorbeigesprungen. Mist. Aber nicht tot. Da springen wir für euch auch mal das Sprungrätsel durch. Allerdings auf einem anderen Rechner, deswegen müssen wir hier nochmal testen auf 4K Guild Wars. Damals hatte ich auf meinem Rechner nämlich noch kein 4K. Und wir haben das bei einem Freund immer aufgezeichnet, der das halt schon konnte, und jetzt teste ich es halt bei mir auf dem Rechner, ob es auch geht. Und ich sag mal so, es läuft zwar nicht so flüssig wie jetzt auf Full HD, was ja auch völlig klar ist, aber es ruckelt auch nicht so sehr, als dass man jetzt sagen müsste, oh, das ist ja ganz schlimm.
Und das Fieseste an diesem Jumping Puzzle hier ist ja eindeutig diese scheiß Steine, die hier ständig runterfallen, ne? Das ist richtig gemein. Ja, wie auch erwischt. Ja. Ich glaube ja, dass diese Steine eigentlich gar nichts mit dir machen, aber sie verwirren dich so durch das Wackeln des Bildschirms, dass du deswegen in den Tod fällst. Aber im Moment komme ich hier ganz gut voran. So, das war doch schon mal sehr gut. Jetzt kommt ein ganz, ganz schwieriger Sprung. Ach Gott, hier. Ich bin spielen unten. Ja, zur Not gucke ich, dass ich den Portal dann lege, ne? Ich bin ja wohl weiß nicht mit Messen unterwegs. Ja, einer muss ja mal die Rolle übernehmen, den ich springen kann. Und bin schon, würde ich sagen, so im Schlussdrittel des JPs. Und ich muss auch zugeben, dass ich dieses JP natürlich nicht zum ersten Mal mache. Also wenn ihr euch die ersten Versuche nochmal anschauen könntet von mir hier, ja, da sah das ganz, ganz anders aus. Ich weiß natürlich jetzt mittlerweile den Weg. Weiß im Prinzip auch, wo ich in etwa wie springen muss. Und das macht es halt um einiges einfacher. Ne? Das ist einfach so. So, jetzt kommen wir zu einem der fiesesten Sprünge dieses JPs. Da bin ich ganz froh, mit dem Messmer hier zu sein und leg mir da mal ein Safe-Sop-Portal. Ich weiß ja warum. Nur daher bin ich jetzt tot. Kannst du mich gerade mal retten hier unten? Dann lege ich uns ein Portal da. Das ist noch offen. Müsste noch offen sein, oder? Tot macht's nicht kaputt. Nee, wenn du tot bist, ist es weg. Oh nee, scheiße. Dann komme ich nicht retten. Aber dann. Du kannst kein Portal legen da oben. Das geht nicht. Das ist richtig. Dann muss ich da wohl nochmal schnell hinlaufen. Ja, dieser Jump ist aber auch gemein. Also mit dem hatte ich immer Probleme, werde ich immer Probleme haben und so weiter und so fort. Ne? Das ist nicht so toll. Ich sehe gerade, hier sind junge Raben. Also welcher Waldläufer auch immer suizidgefährdet ist und ein bisschen masochistisch veranlagt, der kann hier seinen jungen Raben holen. Ja, für mich wäre schon gut, wenn ich einfach hochkäme. Es gibt in diesem Jumping Puzzle eigentlich nur drei oder vier richtig üble Jumps, aber die haben es auch wirklich in sich. Der Rest ist eigentlich, wenn man sich die Zeit nimmt, wirklich gut machbar. Und da es zu dieser Karte hier dazugehört, machen wir es natürlich mit. Ist ja ganz klar. So. Und von vorne das Ganze. Hüpf, hüpf. Also wenn wir jetzt natürlich ein bisschen weniger reden, dann ist das unserer absoluten Konzentration geschuldet. Genau, ich stehe hier und gucke dir zu, absolut konzentriert. Du guckst mir zu und hoffst, dass ich irgendwo runterfalle, ne? Nein, ich nicht. Der Anfreude steht mir nicht zu. Jetzt schon wieder so scheiß Steine. So, das war doch schon mal wieder gut. Jetzt kommen wir gleich wieder. Oh, nö, ne? Ich hab's überlebt, aber mit 144 Leben. Wir werden es schaffen. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, dann dürft ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Dann sehen es nämlich mehr Leute. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Anregungen, Wünsche, Kritik könnt uns in dem Fall zumindest vor allem was dazu sagen, ob es zu sehr leckt oder ob es okay ist, weil wir es in 4K haben, wie euch 4K gefällt oder was auch immer. Alles in die Kommentare rein und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch einfach. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr uns irgendwie anderweitig unterstützen wollt, dann kann ich euch empfehlen, mal in die Videobeschreibung zu gucken. Da stehen so ein paar Anregungen, wie das geht, uns zu unterstützen. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link zu unserem Fahrplan. Fahrplan heißt, was wird bei uns wann veröffentlicht. Okay, die Steine tun einem übrigens doch was, Matze, habe ich gerade festgestellt. Fällt mir das hier runter oder kommt einfach nur Schaden? Der hat mich umgeworfen. Wenn du da dumm stehst, dann fällt es wahrscheinlich auch runter. Also zumindest werfen sie einen um. Och nö, ne?
Das wäre mit einem Sprung schon ziemlich scheiße. Ja, aber ich stelle mich hier gerade an wie der letzte Vollhorst. Bist du schon oben eigentlich? Ich stehe da, wo du runtergefallen bist. Ach so, ja, weil du genau weißt, jetzt kommt der harte Teil. Niemals. Das ist nämlich so ein Halb-Shepper-Jump. Auf gut Deutsch aber richtig man kann widerlich. Ja, das ist sehr schön, dass du fliegen kannst. Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Ich bin des Fliegens leider nicht mächtig. Aber man merkt auch, je öfter man hier hochläuft, desto werden die Abschnitte natürlich auch immer einfacher. Ja, genau, Stein, wirf mich wieder um. Oh. Das sah etwas strange gerade aus. Ich hing gerade so schepp an diesem Stahlbalken rum. So. Sag mal. Was ist das denn? Warum kann ich denn... So. Ich bin gleich wieder bei dir, Matze, übrigens. Ja, ich sehe es. Oh, wenn die so Steine hier nicht werden. Ich glaube, ich muss einmal bei Google eingeben, kann man die Steine in dem blöden Jumping Puzzle ausschalten? Gab ja Spiele, bei denen konnte man es sich deutlich einfacher machen, wenn man ein bisschen mit den Grafikeinstellungen rumgespielt hat. Hä? Ich stehe schon wieder so halb neben dem Ding. Aber leider geht das hier nicht. Alles schon getestet. Oh, diese Steine, Mann. Die machen mich wahnsinnig. Puh, das war gut. Nein! Och, komm! Oh, komm, Matze, wir machen erst was anderes. Alles klar, ich springe ganz kurz ans Ende. Ja, mach mal. Also ganz kurz. Ja, das will ich mal sehen. Der ist tatsächlich da oben. Kannst du mir jetzt mal erzählen, warum du nicht mit dem Messer... Wobei, jetzt kommen die schwersten Jumps. Warum bist du nicht mit dem Messer da? Jawohl, Stammt. Tschüss. Jetzt lenkst du dich ab. Weil mein Messer dieses Gebiet nicht hat. Ja, warum hat er das nicht? Das ist ein Jumping Puzzle, was man haben muss. Also wir werden dieses Jumping Puzzle irgendwann nochmal nachreichen. Aber jetzt haben wir keine Lust mehr. Wir müssen ja nicht hier stundenlang drin zukommen. Wir haben einfach mal gefailt. Und wenn ihr sehen wollt, das Jumping Puzzle in kompletter Länge, schaut einfach bei uns im Kanal nach der Guild Wars 2 Jumping Puzzle in 4K Playlist. Da ist es irgendwo drin. So kann man natürlich so eine Folge auch vollbringen, ne? Wenn man einfach die ganze Zeit dieses Jumping Puzzle macht. Ja. Kannst du rein. Also ist definitiv bei einem Jumping Puzzle möglich, nämlich beim Etherklingen Jumping Puzzle. Jetzt musst du mir für die Sprünge helfen. Welches ist das gleich? Das ist das, ja, das, wo die Taucherbrille noch hinter dem Ende vom Jumping Puzzle ist. Ah, okay, ich erinnere mich. Ja, da habe ich wirklich auch gefühlte Stunde verbracht. Ist richtig heftig. Warum nehmen wir eigentlich nicht den Wegpunkt einfach mal südlich? Achso, weil wir im Kampf sind. Aber ich hatte, auch während ich das gemacht habe, nette drei Messmer, die sich immer wieder hochgefordert haben. Ja, da kann man sich als Messmer eine... obwohl die nichts zu tun hatten. Da kann man sich als Messmer auch eine goldene Nase verdienen. Indem man diese Ports nämlich einfach verkauft. Ich glaube, inzwischen haben sie gefixt. Früher konnte man, quasi, du konntest aus dem Jumping Puzzle von ganz oben konntest du ein Portal legen, dann konntest du dich zum nächsten Wegpunkt porten, liefst bis direkt an die Wand, wo dieses Jumping Puzzle drin war, zurück und konntest dort das Gegenportal setzen. Das heißt, du brauchst nur einen Messmer, um von ganz oben nach ganz unten zu porten. Aber das haben sie zwischenzeitlich mal gefixt, weil so wurde es natürlich sehr einfach, sich da eine goldene Nase zu verdienen. Ich weiß noch gar nicht, wie oft ich da runtergesprungen bin, um den richtigen Winkel zu haben. Das ist ja auch lustig. Das ist nämlich das nächste, weil diese Taucherbrille, wenn man da falsch springt, ist man tot und dann, ne?
So. Wo muss ich denn jetzt überhaupt noch hin? Also ich habe hier noch eine Sehenswürdigkeit. Ich laufe gerade schon wieder total planlos in die Gegend. Links von uns ist noch eine Sehenswürdigkeit, die fehlt. Es fehlt nicht mehr viel. 90% haben wir. Was fehlen noch? 2 Wegmarken, 3 Sehenswürdigkeiten, 1 Aussichtspunkt. Na, das werden wir doch schaffen. Stimmt. Okay, eine Wegmarke habe ich schon mal gefunden und da müsste dann auch noch eine Sehenswürdigkeit neben dran sein. Nur ist mir nicht ganz klar, wo die zweite Wegmarke noch sein soll. Ach doch, ich hab sie. Ja, ja. Und da sind auch die anderen Sehenswürdigkeiten. Alles klar. Aber der Weg, den wir gerade gelaufen sind, der war sowas von dämlich, das glaubst du gar nicht. Das war natürlich nicht. Nein, das musst du anders verkaufen. Ja, wir sind das hier. Das war, um mehr Map zu zeigen. Genau, um rechtzeitig zu diesem Event hier zu kommen. In dem wir einfach mal jetzt die gebrandmarkte Bevölkerung auslöschen. Wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Karl Kathorik, der sich jetzt das Feuer gelegt hat? Ich glaube ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das nach Exodus war. Ich glaube, das noch vor Exodus war. Ja. Ich habe es auf jeden Fall in dem Kultus in den Geist von Askelon gelesen. Ja, es gibt und, ja insgesamt drei, ja genau. Bin ich mal gespannt, ob es da irgendwann auch noch mal neue Bücher geben wird. Ja, ja, ich hoffe es. Also jetzt, wo ich das erste immer am Lesen bin, freue ich mich auf das zweite und dritte. Und ich hoffe, dass es danach natürlich noch weitergeht. Weil das ist echt extrem gut geschrieben und ich hoffe, dass auch die anderen beiden Autoren von den nächsten Büchern das genauso gut gemacht haben. Ja. Und wo wir gerade so schön durch die Spielewelt huschen schon die ganze Folge, auch noch was zum Thema Spielliteratur, weil da kann ich nur sehr empfehlen die X-Bücher. Also die sind wirklich großartig. Gibt es, glaube ich, 6 Stück oder so. Einfach mal gucken nach X. Da gibt es zum Beispiel Terran Conflict. Das ist eine sehr geile Story. Aber da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Stories. Und die lohnen sich auch wirklich zu lesen. Ist so für mich das Beste, was aus Spieleadaptionen entstanden ist. Die sind auch gar nicht teuer, ja, die Bücher. Die kosten, glaube ich, 10 Euro oder so pro Stück. Sind im Panini Verlag erschienen, meine ich. Alles guck mal, ich habe mich schon getarnt. Mit der Rüstung, ne? In lila. Und trotzdem erkennen die mich nicht als einen der ihren an. Wir können euch die Bücher ja mal, sowohl die Guild Wars 2 Bücher als auch die X-Bücher, über die wir hier gerade gesprochen haben, können wir euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt da mal reingucken. Das klingt nach einem Plan, oder? Ja, finde ich ja ganz gut sogar. Ja, da kannst du nämlich auch reingucken. Versuch faule Menschen, da kann ich auch mal reingucken in die X-Bücher. Also die sind wirklich toll, ist halt Science Fiction, ne? Also spielt im Weltraum. Aber diese Geschichten, die da drüber, die da schreiben, das sind relativ junge Autoren, also was heißt jung, die sind mittlerweile sind so um die 40. Und das sind echt tolle Geschichten. Also da habe ich teilweise auch geweint beim Lesen, muss man ehrlich sagen. Den einen oder anderen Autor davon habe ich auch schon mal getroffen, habe ich mit denen unterhalten. Und das sind echt auch tolle Menschen, die da wirklich sehr viel Zeit und Spaß reinstecken und denen es da in erster Linie gar nicht so darum geht, jetzt damit den großen Reibach zu machen, sondern eher tolle Geschichten aus diesem Universum zu spielen, weil wer X kennt, der weiß, dass das ein riesengroßes Universum ist. Also ich habe es bis heute nicht geschafft, einmal mit meinem Raumschiff komplett durchzufliegen, weil es einfach so groß ist. So, der Wegpunkt hier fehlt mir noch, das ist praktisch. Und jetzt können wir uns eigentlich mal auf die andere Map-Seite porten. Unten hier, die Wegmarke Ogerstraße. Und von da, ich muss noch in diese eine Stadt rein, weißt du? Rechts. Ah, ja, okay. Die fehlt mir noch.
dann fängt wahrscheinlich doch die dumme Sucherei an, dass man noch so die letzten Sehenswürdigkeiten sucht. Ihr könnt uns übrigens auch in die Kommentare schreiben, was ihr denn so noch für tolle Spieleromane kennt. Ich kenne natürlich auch nicht alle, aber ich gucke da auch immer ganz gerne mal rein, was es da so Neues gibt. Weil die sind teilweise echt richtig toll geschrieben. Und viele denken ja, dass Spiele nur nach so Romanen entstehen. Aber so ist es gar nicht. Es ist auch oft so, dass aus einem Spiel erst im Nachhinein noch Romane entstehen. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Natürlich wird immer nach einer Geschichte so ein Spiel designt, aber es gibt auch viele Romane, die erst während das Spiel schon läuft, entstehen. Finde ich ganz spannend, diese Entwicklung. So, hier müsste doch irgendwo noch ein Aussichtspunkt sein. Da ist er doch. Der fehlt mir nämlich noch. Ja, und ich habe es geschafft, direkt vor dem Aussichtspunkt abwärts zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ist mir aber auch schon öfters passiert. Ich glaube, wie ich das erste Mal hier war, da bin ich irgendwie dreimal. Weißt du, ich hab quasi so schnell vergessen, dass das Loch da ist, dass wie ich einen Moment rumgelaufen bin, ich schon wieder vergessen habe und gerade wieder reinmarschiert bin. Vor allen Dingen, wenn man rückwärts läuft, also dann umdreht und zurückläuft, dann ist es viel dichter dran. Ja, ne? Aber das ist auch so eine Sache. Menschen sind beschränkt. Und ja. Also beschränkt in ihrem Denken und dann läuft man halt einfach geradeaus und läuft schon wieder zweimal. Und die Designer, die nutzen das natürlich auch prompt direkt aus, ne? Die wissen das ganz genau, dass es den Leuten so passiert. So. Jetzt fehlt mir nicht mehr viel. 96%. Was fehlt mir noch? 2 Sehenswürdigkeiten. Da geht's jetzt los. Hast du suchen. Den in den Höhlen unter uns? Oder in den Berg? Nee, die fehlen mir noch. Das sind auch die dann wahrscheinlich, die mir fehlen. Da müssten 2 sein, ne? Ja, genau. Ich habe gerade beide markiert. Sehr schön, ja, die fehlen mir noch. Das war mir fast klar, weil die vergisst man ganz oft. Ja. Das ist oder gemein. Ganz oben links die Heldenpunkt. Das ist auch echt gemein, wenn die dann so Sehenswürdigkeiten setzen, da wo man sie nicht sieht, wo kein Herz ist oder so, wo nicht einfach so vorbeikommen. Aber da hinten ist eine relativ schöne, jetzt erinnere ich mich auch dran, relativ schöne, gibt es einmal eine relativ schöne Eventkette und zum anderen gibt es dort einen relativ schönen Ort. Da kommen wir gleich hin. Da ist nämlich der eine dieser Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, ich hatte das. Ich glaube, ja doch, hier mit Enrico hatte ich das gestern. Da haben wir zusammen eine Map erkundet. Und er lief unten die ganze Zeit und er sagte immer so: Ich sehe deinen Punkt, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich sehe deinen Punkt, aber ich sehe dich nicht. Dann flog ich halt die ganze Zeit immer so gerade eben über ihm. Sodass er mich auf der Kamera nicht sehen konnte. Also ich glaube, er hat mich 2 Minuten gesucht, gefühlt. Und ich bin immer oben von Fels zu Fels gesprungen. So, hier müsste die eine Sehenswürdigkeit sein. Ja, genau. Und das ist doch wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Erinnert so ein bisschen an die Hauptstadt der Silvari, an den Hain. So vom Design her. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut hier. Warte mal, da muss ich doch mal, da mache ich mal. Da wird unser... Komm, wir stellen uns mal hier so irgendwie zwischen die beiden. Da machen wir unser Thumbnail draus. Ich muss nochmal gucken. So. Jetzt muss ich noch irgendwie gucken, wie war das nochmal? Mein Interface ausblenden. Ah ja. Da haben wir. Jetzt müssen wir noch die Kamera ausrichten. So. Oh, sieht das toll aus. Hammer. Jetzt müssen wir nochmal Druck. Müsste funktionieren. Ja, hat er gespeichert, sehr gut. Wir können weiter, also das wird unser Thumbnail hier. Ist echt super schön. Na doch, dann gibt es tatsächlich ein paar Orte in Guild Wars, die echt malerisch designt sind. Ja, und da fällt dann auch, gerade wenn man sich die Screenshots anguckt, in 4K, das ist unglaublich, wie toll das aussieht. Ich finde es manchmal ziemlich lustig, wenn man an einem Weg oder an so einem Punkt vorbeikommt, dann steht da halt drauf, sehr malerischer Aussichtspunkt. Ja. Die Beschreibung den Punkt finde ich meistens einfach schon ziemlich cool. Ja, das sind so typische MMO-Easter Eggs halt, ne? Die hast du ja in sehr, sehr vielen MMOs, dass einfach so kleine designerische Easter Eggs versteckt werden, wo man nicht sofort findet. Hier gibt es übrigens auch eine interessante Eventkette.
Gehört das nicht sogar schon mit zu den Ogerkriegen, bevor sie da Nein. in dem Dorf sind? Ja, also es ist die Vorstufe der Urkriege, ja. Aber die Urkriege selbst, die konntet ihr ja auch in der letzten, nee, vorletzten Folge konntet ihr sehen. Die sind nicht hier, die sind eine Ecke weiter, sonst hätte ich ja diese Sehenswürdigkeit auch schon. Aber Ja, hier gibt es auch genau. eine Eventkette hier hoch. Das ist immer sozusagen das direkt davor passiert hier bei den Ogern. Richtig. Ich habe hier irgendwann einmal komplett mitgemacht und ich glaube, wenn man einmal die gesamte Kette mitmacht, ist man, glaube ich, knapp eine Stunde beschäftigt. Ja, ist eine tolle Eventkette. So gibt es ja einige. Und das Ganze findet seinen momentan, finde ich, zumindest den Höhepunkt, wenn man Widerstand des Drachen spielt. Oh, das ist natürlich praktisch. Wo wir gerade davon sprechen. Gut, dass wir gerade hier sind. Aber ich könnte ja sterben, deswegen erstmal kurz die Sehenswürdigkeit holen. Damit die Map beenden. Das heißt, unser letzter Akt auf dieser Map wird sein, diesen Champ in die ewige Jagdgründe zu befördern. Ah, ich glaube, danach ist das, glaube ich, zwischen den Welten. Irgendwo war das mal, dass hier noch was war. Zu lange nicht mehr gemacht. Ja, das ist auch so ein Vorteil, wenn man so eine Serie hier macht. Man sieht diese ganzen alten Sachen, die man fast vergessen hatte schon wieder. So, wir müssen jetzt erst, glaube ich, hier die Pets kaputt machen, dass er wieder Ja, angreifbar genau. wird. Das ist auch so ein ganz beliebtes Pattern. Ich beschwöre ein paar Ads, die müssen erstmal Ja, weg, hat bevor er. es weitergeht. Aber so ein blödes Wildschwein hat auf jeden Fall einen Schrottgegenstand für die Schrottsammlung dabei gehabt. Wobei man sagen muss, das ist ja ArenaNet. Was es angeht, den Wiederbesuch in der Map zu initiieren, sind die relativ gut. Also, einen bringt oft die Story wieder in die Gebiete zurück oder gewisse Spezialevents, wie jetzt die Banditen-Events zum Beispiel, die relativ neu noch sind. Da gibt es andere MMOs, wo Gebiete doch deutlich stärker verwaist sind. Stimmt, aber ich glaube, ich kenne auch nicht so viele MMOs, wo das Level heruntergesetzt wird, sondern wo man halt als 80er oder 90er rumläuft und das einfach alles One-Hits sind. Ja, wobei Guild Wars 2 da jetzt auch nicht mehr das einzige ist, was es so macht. Zum Beispiel nach den großen Änderungen in Elder Scrolls Online ist es da genauso. Und so gibt es noch ein paar Spiele, die das auch so lösen. Dieses Problem von wegen, dass man halt dann irgendwann durch die Gebiete einfach durchgeht wie Butter, weil man nicht so hohes Level hat. Das wird ja auch in einer dreiteiligen Fernsehsendung angeprangert. Da weißt du, von welcher ich spreche? Drei Episoden in einer Serie über ein MMO, wo genau dieses High Level und Low Level in einem Gebiet angeprangert wird. Drei? Nein, dann glaube ich, weiß nicht, wovon du redest. Ja, es waren ursprünglich drei Episoden, die sich damit beschäftigten, und das ist South Park. Die berühmten WoW-Stories. Ach so, die, ja gut. Stimmt. Grandios gemacht, und die zeigen halt natürlich genau dieses Problem bei PvP-Spielen, wo man dann mit höherem Level in die Gebiete reinkommt. Da ist es nämlich dann so, dass ein großer. Ach, guck mal, hier gibt es einen jungen blauen Moor und einen jungen roten Moor, wenn du den gekillt hast. Das ist ja praktisch. Aber auf jeden Fall ist dort dann ein High-Level, der dann in den Startgebieten alle niedermetzelt. Und in diesen drei Folgen versuchen dann die South Park-Jungs das Ganze zu retten. So, habe ich jetzt eigentlich. Ne, ich habe natürlich wieder keinen Schlüssel bekommen. Verdammter Mist. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich würde gerne noch ein bisschen Story machen. So 20 Ja. Minuten oder so. Wir müssen ins Dorf. Falu Falualu im Würmblutsee. Wo ist das denn? Okay, da müssen wir quasi aus. Wie kommen wir da am schlausten hin? Warte mal, da gibt's doch ein Portal hin. Von wo war das denn das Portal? Weißt du das noch? So, Moment, welches Revo? Die 50er Story.
Wir müssen an diesen Würmlusee, der ist. Ich meine, der ist in Lornas Pass. Oder in Schaufelschreckklippen. Und zumindest nach Lornas Pass gibt es ein Portal. Das weiß ich. Und zwar in diese Akademie. Lornas Pass, ich den falsch sehe. Warte mal, welcher See war es? Und den Wir müssen in den Isenfallsee. Würmblutsee. Das wird dir nicht angezeigt, Doch, aber da wo ist bei mir noch alles verdeckt. Und ich kann nicht zuordnen, ob der grüne Stern jetzt im Schaufelschreckbereich ist oder im Jonas Pass. Ich werde hier schon wieder attackiert, das gibt's doch nicht. war ich noch nicht viel im. Da, Würmblutsee, da habe ich ihn doch gefunden. Das ist im Schaufelschreck. Okay, dann ist es wahrscheinlich sogar am nächsten, wenn wir über Hülbrack laufen. Das stimmt. Weil da kann ich mich in die Nähe porten. Wobei, könntest du dich mal, warte mal, ich muss gleich mal was gucken in meinem Kann mich Inventar. auch direkt dahin porten, ja. Ja, ich muss kurz im Inventar gucken, ob ich es dabei habe. Du weißt doch, was ich hinaus will, ne? Ja. Ein Glück habe ich genau den Teil der Karte noch nicht viel in den Winterlanden rumgelaufen. Ja, aber ich habe leider keine Portal zu einem Das geht Freund. aber relativ fix über Holbrack und dann bist du schon fast da. Das ist nämlich Ja, gleich ja. Ich laufe. 2 Meter weiter. Ich bin schon unterwegs. Dann komme ich auch zu der Wegmarke in den Schaufelschreck, dass die am nächsten dran ist an Holbrock. Okay. Ich bin unterwegs. So, in Hülbrack bin ich schon mal, jetzt muss ich aber wahrscheinlich da direkt wieder raus aus Hülbrack. Genau, Richtung, ich glaube, Süden müsste es sein. Ja, ist direkt nebenan. Danke an ArenaNet, dass ihr die ganzen Startgebiete jeweils zumindest eine Wegmarke freigeschaltet habt. Das war früher nämlich auch nicht so. Das stimmt. Da wären wir jetzt aufgeschmissen gewesen. Aber so geht es ganz gut. Willst du direkt dahinter, willst du hier vorne die drei Aussichtspunkte, sozusagen den einen Aussichtspunkt und die drei Sehenswürdigkeiten Ja, mitnehmen? die hole ich natürlich mit. Dann ist links, bist du schon einem vorbeigelaufen. Bei dir, in der Nähe von den Doljaks ist der Ziel erste. identifiziert. Ja, ich bin schon unterwegs. So, das war der erste. Dann ist hier in der Höhle noch einer. Den vergisst man ganz gern. Weil wenn wir dann nämlich mal in den Schaufelschreckklippen eine Weile bleiben müssen, dann ist das nächste Land nämlich einfach die Schaufelschreckklippen, würde ich sagen. Ich nähere mich ja auch mit den riesigen Schritten der 80. Den habe ich auch. Ich glaube, das sind auch so die drei Sehenswürdigkeiten in diesem Land, die man am ehesten übersieht. Ja. Sind noch zu dem Aussichtspunkt hoch. Dann direkt unter dem Aussichtspunkt ist halt noch so eine Sehenswürdigkeit. Ja. Das ist echt lustig, weil eine davon verpennt man meistens. Ja, nee, aber wenn du einen Aussichtspunkt holst und nur 2 Meter nach vorne läufst, hast du auch dann automatisch die Sehenswürdigkeit. So, jetzt müssen wir auf die Karte gucken, wo wir denn jetzt hier hin müssen. Rechts rum. Ja, ein ganzes Stückchen weiter nach rechts noch. Nehmen wir da unten gleich die Wegmarke mit.
nur Herzen machen wir jetzt natürlich nicht mit, weil wir wollen ja, dass die Folgen ein bisschen kürzer werden. Und deswegen ist nur noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten geplant. Wenn wir da anfangen, Herzen zu machen, dann wird es mit der Story nichts mehr. Außer es ist jetzt ein riesen Event bei einem Top-Herz, dann kann man das mal kurz mitmachen. Ich hab's natürlich gerade geschafft, ein durch diesen Wurm zu erkunden. Kann's kaum erwarten. Der Weg war transportiert zu werden. Und muss jetzt erst wieder rauslaufen. Scheiße. Das ist natürlich doof. Ach, dann nehme ich aber den nächsten Wegmarker, da bist du ja schon fast. Ja. Das Herz ist übrigens auch ganz lustig, da muss man Schneemänner bauen, da kommen wir aber dann in einer der nächsten Folgen dazu, wahrscheinlich in der nächsten. Wir müssen jetzt erstmal die 50er-Story machen, sonst hängen wir da so sehr hinterher, das ist ja immer so eine Sache. Ich freue mich auch schon darauf, beziehungsweise wer es jetzt schon gerade sieht, weil wir an diesem See sind, ihr könnt ja auch ein kleines Rätsel lösen. Oh ja, das ist geil. Das zeigen wir dann irgendwann in der Folge, aber das ist ziemlich cool. Ja gut, ist ja auch abhängig davon, ob das Event gerade startet. Denn um in dieses Rätsel überhaupt reinzukommen, muss man vorher noch so ein Escort-Event machen. Und so ein richtiges Rätsel ist es ja eigentlich nicht, ne? Ja, als Heilsache ist das eigentlich ganz cool gemacht. Ja, es ist wirklich gut gemacht. So, warte mal, ich hole, bevor ich in die Dings gehe, noch da oben den Wegpunkt. Der ist ja gerade hier. Man weiß ja nie, ob man stirbt oder so, weißt du? Aus dem Reich da zum Level Up. Oh, Moment, ich muss skillen. So langsam sieht es hier echt gut aus. 2 kommt komplett abgeschlossen. Jetzt noch. Ist ja eigentlich wurscht, eigentlich brauche ich alles voll. So. Dann wollen wir mal. Ab geht's zu böses Eis. Lustig, ich wurde wieder rausgeworfen. What, warum? Das weiß ich nicht. Bei mir wurde das gerade geladen und dann stand da wieder Schaufelschreckklappen. Warte, dann gehe ich noch mal kurz raus und gehe wieder rein. Ich bin ja kein Unmensch. Neue Orte. Wahrscheinlich, weil gerade noch irgendwas angegriffen hat mit einem Port oder so. Ich weiß es nicht. Also das geht ja wohl nicht klar. Weiter Test. Böses Eis. Ja, setz mich drin. Sehr gut. Sprecht mit eurem Kontakt bei den Quaggern. Hier, Quaggern, bleibt mal stehen. Quaggern muss mit euch sprechen. Dann sprich mal mit uns, Quaggern. Ja, ja. Mhm. Mhm. Unter Wasser sieht auch echt Hammer aus in 4K, muss ich mal feststellen. Das Wasser wird kälter, die Bebrütung wird schwer. Nun, Quaggern ist froh. Schmerz für Schmerz. Haltet Quaggern informiert. Danke, Shashu. Quaggern ist Varunos Nariju, die Anführerin hier. Seid ihr von den Wachsamen? Das sind wir. Man hat uns grob informiert, aber die Einzelheiten bräuchten wir noch von euch. Wenn es geht, bitte rasch. Wir haben es eilig. Quaggern brauchen Nahrung. Sonst überleben die Eier nicht. Sammler sind losgezogen in die Sammelgründe, um Nahrung und Vorräte zu beschaffen. Aber Fu! Sammler kommen nicht zurück. Wir suchen sie. Bei dem Weg, den eure Sammler gegangen sind, fangen wir an. Dort nehmen wir ihre Spur auf. Kuh! Quaggern ist einverstanden. Trefft Shashu am Ufer.
Shashu zeigt euch die Berge, wo die Sammler verschwanden. Ich find's großartig, dass der Fu sagt. Ja. Fuck you. Ich fand's eben vor allem großartig, dass mein Meister, ja, der hier, der hatte so ein Atemgerät auf, ne? Aber ich hatte keins auf in dem Video. Das ist auch lustig. Ja, das stimmt. So, jetzt müssen wir weiter. Warte mal, hier ist eine Sehenswürdigkeit, die kann man ja mal schnell mitnehmen. Ach, das geht wieder in der Instanz nicht, gell? Das ist gemein. Das dachte ich, du kannst dir so, schön die Sehenswürdigkeit. Doch, warte oben. Ah, gut. Wunderbar. Falualu ist auch ein geiler Name, oder? Wenn ich mal irgendwann eine Stadt baue und gründe, dann nenne ich sie auch Falu Falu. Aber ich glaube, wir müssen hier aus der Instanz raus. Wir sind hier durch. Ja, wir müssen nämlich jetzt nach vorne treffen. Und in die nächste Instanz gehen. Hätten wir uns auch in eine Instanz drin lassen können. Wäre jetzt größer machen gewesen. Hätten sie einfach nur größer machen müssen. Die wollen uns einfach Ladebildschirme machen. Und mir gleichzeitig mehr Arbeit beim Schneiden. Weil jeder Ladebildschirm schneidet das Videoprogramm automatisch raus und ich muss da wieder zusammenbasteln. Oh, die Sammelgründe liegen gleich oben am Berg. Qui-Gon entschuldigt sich im Voraus, dass Qui-Gon ein Land zu langsam ist. Wird aber nicht allzu lange brauchen. Wir begleiten euch, egal wie lange es dauert. Aber ich frag mich schon, warum ihr so weit vom See sammelt. Böses Eis! Qui-Gon flohen nach Süden, aber böses Eis kam hinterher. Jetzt macht es den See zu kalt und krank für Fisch und Qui-Gon. Euer böses Eis kommt wahrscheinlich von Yormak, dem Eisdrachen. Mein Volk musste auch vor ihm fliehen. Irgendwann fanden wir ein neues Zuhause. Könntet ihr das nicht auch? Erst wenn Qui-Gons Eier geschlüpft sind. Man darf sie nicht bewegen und sie müssen sorgfältig gepflegt werden. Sonst ist diese Generation Qui-Gon die letzte. So ein Pech. Aber wir helfen euch schon. Erst finden wir die Sammler und dann kümmern wir uns um euer böses Eis. Immer dieses böse Eis, gell? Seht! Habt ihr gesehen? Es bewegt sich schnell. Folgt! Hinterher, hinterher! Ach, als ob ich den... Warte mal. Der macht sich unsichtbar, da kann ich was gegen tun. Der cheatet. Vor allen Dingen, ich hatte doch markiert. Gerade erst langsam an Land, ne? Ja. Guck mal, wie schnell der da rennt. Ja, Mann. Also wenn das langsam ist. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Abschnitt hier schon mal gespielt habe. Hä? Warte mal, warum komme ich da nicht durch? Ich will mich doch veräppeln hier. Ah, hier, an der Seite kannst du vorbei marschieren. Ha! Wie witzig. Die Wände sind zu stark. Wartet an den Felsen, bis die Böen vorbei sind. Aha. Ach, das sind so Böenwalzen, nur kurzzeitige. Oh shit. Also du musst immer... Ah, okay, verstanden. Man muss immer warten, bis sie fertig sind. Also ich glaube, diesen Abschnitt habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Oh. Ah, puh, ich bin durch. So, du Penner. Ich krieg dich. Passt auf, das könnte eine Falle sein. Zeitschlafe liegt. Ich fühle mich gut. Easy. Zeit, echten Schaden anzurichten. Mann, jetzt sterben die Äste gleich erst. Ja, Mann. Wir haben jetzt mal gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Man sollte eigentlich immer die Äste erst töten und dann. Aber gut. Es ist ernst, Shashu. Der verdorbene Qui-Gon wird mehr böses Eis machen und noch mehr von Yormaks Dienern über euer Dorf bringen. Ihr müsst fort. Puh. Qui-Gon kann nicht fort, bevor die Eier geschlüpft sind. Hüter der Vergangenheit Oldo muss helfen. Er weiß viele mächtige Abwehrzauber. Ob die Lösung ist? Das ist ein Anfang. Verteidigung ist gut, aber Angriff ist besser.
Kann euer Volk kämpfen? Im Kampf verlieren Quaggan die Kontrolle. Quaggan kämpfen nicht gern. Das würde ich gerne mal sehen. Gern. Das ist was? Peinlich für wenn das die die Kontrolle verlieren. Also das ist wie so eine rosa Kugel, die einfach am Akku geht. Ja, was haltet ihr davon? Ja. Sollten wir die Abwehr des Dorfes verstärken oder ihren besten und einzigen Kämpfer rekrutieren? Oh nee, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Was machen wir denn jetzt, Matze? Musst du? Wo steht das? Ja, wir sollen uns ja entscheiden, ob wir die Verteidigung machen. Ach so. Oder ob wir Oldu. Ach so, also nee, ich... ob wir Marouche rekrutieren, den Kämpfer. Oder ob wir die ganzen. Das Dorf. Abwehrzauber machen, ja. Das ist nicht so einfach jetzt die Entscheidung, ne? Stimmt. Vor allen Dingen zu zweit. Ja. Ja, komm. Komm, wir nehmen Baruch, oder? Den einzelnen. Du wolltest doch sehen, ob wir wieder ausrasten im Kampf, oder? Ja, ja, richtig. Ja, Baruch. Wahrscheinlich kann man die gleich nicht mehr ernst nehmen. Ja. Also, dann sind wir hier durch wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe eine neue Hose bekommen, das ist sehr praktisch. Wollen wir doch mal gucken? Ich glaube, ich habe nämlich irgendwann mal, wenn ich mich erinnere, das mal mit Oldu noch. Das ist sehr lange her, aber ich glaube, ich habe irgendwann das mal gemacht. Okay, wir müssen relativ weit noch nach Süden. Aufgebracht und unbeschämt. Das ist der nächste Abschnitt, aber da können wir, glaube ich, hier oben durchlaufen. Da müsste so ein Höhlendurchgang sein. Da wird einem richtig kalt, wenn man hier so lange unterwegs ist in dem Land, ne? Oh. Auf jeden Fall vergeht einem da die Lust auf Winter. Ja. Ach, guck mal hier. Hier läuft die Eindämmungskristall-Event. Das kann man gerade mal mitmachen. Da kriegt man nämlich das Herz relativ zügig voll. Warum ist sie denn überhaupt tot, die Alte? Da keine hier ist und sie beschützt. Nutzt den Moment. Jetzt muss man ja einfach nur diese Kristalle bitte, abgeben. Sammelt Kristalle, damit die hübsche Pflanzenfrau uns helfen kann. Verlasst euch auf euer Wissen. Viel lustiger ist aber das Folge-Event davon. Und ich denke, das wird dann auch der Abschluss für die heutige Folge sein. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der 50er-Story. Aber hier das Event machen wir noch Schatz. Und das Folge-Event auch. Das dürfte dann von der Zeit her ganz gut hinhauen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns ein Like da. Ihr dürft auch sehr gerne kommentieren, Anregungen, Wünsche, Kritik, was auch immer. Freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch einfach. Dann verpasst ihr generell nichts mehr. Und für alle, die sich jetzt interessieren für ja tolle Bücher, tolle Romane zu Games, die von Guild Wars 2 und von X, über die wir heute ja massiv geredet haben, die verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reingucken. Hä? Warum ging das jetzt so schnell? Das war doch gerade noch komplett leer. Entschuldige. Du Cheater, du. Ich habe, glaube ich, 16 Kristalle auf einmal gesammelt und dann abgegeben. Ich habe 7 gesammelt bisher, aber ich habe ja auch noch fast eine Minute Zeit. Können wir noch ein paar mitnehmen. Wenn du 16 hast, dann brauche ich ja auch noch ein paar mehr. 9. 10. 11. 12. 13. Und schnell noch abgeben. Oh, das wird schon wieder zeitlich knapp. Lauf! Ah, immerhin 13 abgegeben, das ist ja auch schon was wert. In 5 Sekunden ist das durch und dann kommt das Folge-Event. Meine ich. Genau. Da kommen nämlich jetzt ganz viele von den Kollegen aus dem Portal da vorne raus. Ich fühle
Dann bilden wir nochmal eine Verteidigungslinie von 2 Mann. Lass mir auch noch ein paar von den Typen in Ruhe. Ich hab mich jetzt hier in die Mitte gestellt. Ganz toll, ich muss doch, ich ist doch fürs Herz. Ja, fertig. Dann musst du einfach mit auf mit rein und. Da bin ich doch. Ah, Herz fertig. Das ging ja schnell. So schnell habe ich noch nie ein Herz gemacht. Ja, das wollte ich damit sagen bei diesem Event. Das ist echt so, wenn man das Event hat, sollte man es unbedingt mitmachen, alles andere stehen und liegen lassen, weil es einfach so ist, dass man hier so schnell dieses Herz machen kann. Vorsicht! Da kommt was Großes durchs Portal. Tötet es! Und jetzt kommt der böse Veteran. Ja, den halten wir mal kurz bis dann. Zeitschleife am Boss. Na dann ist der auch gleich im Jenseits. Und wir freuen uns, dass wir es geschafft haben. Und damit soll es für heute gewesen sein. Wir haben ja gesagt, wir machen die Folgen jetzt mal ein bisschen kürzer. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit der 50er-Story. In dem Fall dann mit aufgebracht und unbeschämt. Denkt dran, Video liken, kommentieren, abonnieren. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr es unterstützen wollt. Schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr unter anderem auch die Links, welche Videos bei uns wann erscheinen, was es sonst noch so im Kanal gibt, wie ihr uns unterstützen könnt und die Links speziell zu den Game-Romanen, zu X und zu Guild Wars 2. Im Abspann seht ihr jetzt noch gleich einen Tipp aus unserem Kanal, beziehungsweise auch die Links zum Rest der Playlist von unserer Wir spielen mit euch Serie, sowie ein Link zur Free-to-Play-Playlist. Und wir sehen uns dann zumindest, was wir spielen mit euch angeht, nächste Woche wieder. Matze, hast du was zu sagen? Also letzte Woche die Mädels, die waren ja dann doch noch, die hatten noch einiges zu sagen am Ende. Ich weiß nicht, hast du auch irgendwas noch zu sagen? Diese Woche nicht. Diese Woche nicht. Wer weiß, wann du das nächste Mal dabei bist wegen deinen komischen Seminaren. Das stimmt. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut. Ciao.